Mein Name ist Tobias Stieler, ich bin Sportpsychologe und Schiedsrichter und mein Heimatverein ist die SG Rosenhöhe. Schiedsrichter ist ein toller Job. Wenn man einmal das erste Jahr überstanden hat und dann irgendwann zündet die Flamme der Begeisterung und Leidenschaft und dann kommt man davon nicht mehr wieder los. Ein Erlebnis, das werde ich auch nicht vergessen. Da gehe ich dann vom Platz runter und dann spricht mich eine Mutter an, ich damals 14. Und die Mutter kam zu mir und sagte, wie viel hast du für das Spiel bekommen? Wie kann man denn einem 14-jährigen Jungen irgend sowas unterstellen? Das fand ich schon irgendwie krass und sehr befremdlich irgendwie. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du halt irgendwie trotzdem weiter. Aber das werde ich tatsächlich nicht vergessen. Da ist Nervenkitzel da, sind Emotionen, da ist auch eine gewisse Dramaturgie da, da ist Ungewissheit da, da ist Unsicherheit da, da ist Scheitern und da ist Erlösung. Und das Ganze komprimiert und sich gestaltend in 90 Minuten. Die WM 90, die habe ich noch sehr prägnant in Erinnerung. Ich kann mich an den französischen Schiedsrichter erinnern, der das Eröffnungsspiel gepfiffen hat. Michel Vautreau war das. Und den fand ich irgendwie ganz witzig, wie er da mit den gelben und roten Karten um sich geworfen hat. Und witzigerweise habe ich ihn dann mal Jahrzehnte später bei einem internationalen Spiel als Beobachter gehabt. Und das war irgendwie dann total witzig, weil an ihn konnte ich mich an 90 erinnern und dann eben irgendwie als Beobachter nochmal zu erleben. Was mich dann schon immer gereizt hat, war irgendwie, wie Menschen ticken. Ich wollte Menschen verstehen und bin eigentlich total happy und glücklich, Sportpsychologe sein zu dürfen. Der typische Sportler oder die typische Sportlerin, die gehen ja zum Sportpsychologen, weil sie irgendwo einen Leidensdruck empfinden. Viele Sportler machen es tatsächlich dann so, sie kämpfen gegen diese Gedanken an. Aber das ist schwierig und ist eigentlich unmöglich, diese Gedanken zu verdrängen, weil die sind ja da. Wir können uns nicht dagegen wehren, aber sie dann eben bewusst wahrnehmen, nicht werten und sie, ich sage jetzt mal ein bisschen zur Seite stellen. Das ist natürlich schon sehr viel Arbeit und bedarf auch eines Trainings. Ich lese gerade tatsächlich ein total tolles Buch, das heißt Ein wenig Leben. Ein ganz dicker Wälzer, über 900 Seiten. Es geht um Freundschaft, das ist das zentrale Thema. Es geht aber auch um Leiden, um Missbrauch, um Adoption und also irgendwie die ganze Klaviatur des menschlichen Daseins. Der Roman, der hat mich wirklich gepackt. Der ist richtig, richtig gut. Wenn ich so unsere Gesellschaft mir anschaue oder wenn ich auch Gespräche mir anschaue, dann ist dieses Zuhören-Thema doch sehr vernachlässigt und also ein richtiges empathisches Verstehen, was will mir der andere jetzt gerade eigentlich sagen, wie geht's ihm eigentlich und nicht nur, ich war im Urlaub in Bali und dann die Antwort, da war ich auch schon mal, nee, wie war es in Bali? Ich weiß ja, wie es ist, wenn man vor 80.000 steht und eine gute Entscheidung trifft. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man vor 80.000 steht und irgendwie eine schlechte Entscheidung trifft. Und am Ende des Tages in einem Wort einfach die Herausforderung. Die Herausforderung in dieser schnelllebigen Welt, gute Entscheidungen zu treffen.